Hallo, ich bin Dietrich Klinghardt, ich bin Arzt. Ich arbeite seit über 30 Jahren vorwiegend in den USA und wollte Sie gern einladen zu einem wunderbaren Kongress, einer Veranstaltung, die wir im März haben werden in Frankfurt. Wir nennen es den Umweltkongress. Viele von Ihnen sind bewusst, dass die Erde im Moment als Planet, als Lebewesen gefährdet ist. Die Gewässer sind verschmutzt, Fische sterben. In Deutschland sind in den letzten 10 Jahren 75% aller Insekten gestorben und damit auch 75% der Singvögel, die von den Insekten abhängen. Wir wissen, dass die Böden, die Mikroorganismen in der Erde, in den Böden, die zum Ackerbau verwendet werden, jeden Tag weniger werden und kränker werden und unsere Nahrung nicht mehr die Nährstoffe in sich hat, die wir brauchen für ein erfolgreiches, gesundes, glückliches Leben. In diesem Kongress haben wir die führenden Wissenschaftler der Welt eingeladen, zum Teil aus Amerika, zum Teil aus dem europäischen Raum und nur diese Wissenschaftler eingeladen, die zwar die Probleme diskutieren, aber auch Lösungen aufzeigen, wie wir durch diese verrückte Zeit durchkommen. Ich würde mich freuen, Sie dort zu sehen.